Hallo Leute und hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Aufnahme Minecraft Tackle Light zusammen mit Markus und Futo. Hi. Futo steht auf Blättern und wird gleich von einem Skelett runtergeschossen. Nein, wird er nicht. Doch. Er ist freiwillig runtergefallen. Ja, ja, voll freiwillig, habe ich gesehen. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt mal drum gekümmert, warum die Reichweite hier immer so scheiße war. Skelett, warum ist hier ein Skelett? Hallo Skelett, geh weg. Und zwar kann man in diese Wireless Access Points 16 Wireless Booster reinlegen. Und jetzt, Markus, bitte test nochmal, wie schwach das System ist. Hörst du auf? Ne? Du versuchst schon wieder in meine Anlagen reinzugehen. Ich will gucken, was da drin ist. Jetzt hilft mich nicht. Wireless Booster, habe ich doch gerade gesagt. Und? Ist okay? Und der steht jetzt da hinten an diesem Tempelding. Jetzt ist hier weg. Das ist jetzt eine okay Reichweite, oder? Wenn ich hier wieder einen Kasten hinstelle, hast du am ganzen Bauernhof auch empfangen. Gut. Ist akzeptiert? Akzeptiert. Akzeptiert, gut. Nicht. Nicht? Schade. Naja. Okay, das schade. Schlecht. Dann muss ich die leider... Die ganze Welt gehen, Alter. Muss ich die leider alle wieder deinstallieren. Kriegst du keinen Wireless-Zugang mehr. Oh. Warum habt ihr das Licht aus? Oh, es leckt eh so Reaper. Hart. Du leckst. Ja, ach wirklich. Das hat er noch nicht gemerkt. Alter, wir verbrauchen echt mal komplett alle Lava. Unglaublich. Ach schön. So, jetzt muss ich... Oh, Lulu left the game. Ich muss jetzt mal nach unten gucken. Und zwar möchte ich gucken, wo die anderen Wireless Access Dinger stehen. Weil ich glaube, hier steht nämlich keins, oder? Warum bin ich immer noch unter dem Ding? Du ein Lappen bist. Weil du ein Lappen bist. Da will ich bald. Wie er rumleckt, unglaublich. Aber es ist kaum. Man merkt es fast nicht, ne? Nein. Warum zur Hölle ist hier überall... Warum sind hier überall noch Bäume? Mensch. Die Bäume verpissen sich. Ja, wenn man mit der Axt drauf schlägt. Ja, stimmt. Warum bauen wir einfach keine Wupper Trees an? Diesen Wupper Trees aus dem Dschungel. Weil die wahrscheinlich nicht wachsen würden. Doch, die brauchen nur ewig bis sie wachsen. Das ist doch richtig gut, da kriegst du unendlich viel Holz. Haben wir dir so zu wenig Holz? Ja, ein bisschen. Also weißt du, dass wir so auch unendlich Holz haben? Ich könnte theoretisch noch über Knochen das automatisch wachsen lassen und dann haben wir wirklich innerhalb von Sekunden 1000 Holz, ne? Ja, wir brauchen das dafür. Irgendwas müssen wir in den Ding reinschmeißen. In den Ding? In den Recycler. Ja, was dauerhaft ist. Du hast noch eine ganz schön große Erde. Die paar Milliarden Blöcke, was hier auf der Welt ist. Kriegen wir auch noch abgeerntet. Bauen wir noch ein paar Quarries auf. Was bin ich denn in Enchantment-Dinger eigentlich, Futur? Was für ein Dinger? Ein Enchantment und den Wasserfall. Das sollte mal früher was werden, aber es dauert noch. Das ist ein super geheimer Enchantment-Raum. Okay, niemand kennt, wo der ist. Nee. Weißt du, wo der ist? Ich wüsste es gern. So wie euer geheimer Tempel. Was für ein Tempel? Was für ein Tempel, Alter? Den Tempel, der wo im Vulkan ist. Wir haben keinen Tempel. Nein, habt ihr nicht. Ich tu mal den Solarhelm wieder ins System rein, ne? Gerne. Falls ihn irgendjemand braucht, kann er sich wieder nehmen. Ich habe mir einfach 5 Millionen Strom aus unserem Ding geklopft. Hey, du kannst schon mal die Tür... Warum ist die das? Futo hat's angemacht. Ja, weil Nacht war und Creeper bei uns in der Base rumgerannt sind. Das kann gar nicht sein, da ist überall Licht.
Ja, aber nicht da, wo die Dinger sind. Natürlich, das sind überall Fackeln. Ja, aber nicht da, hat nicht gereicht. Im Weg Lava sind die nicht. Die sind auf dem Weg gespawnt, halt die Schnauze. Scheiße. Bruder, jetzt mach mal dein Loch im Brunnen zu, bitte. Geh mal nicht auf die Eier, mach deinen Job. Mach einfach das Loch unten zu. Ich hab keinen Job, Alter. Ich warte nur, bis es dann mal irgendwas macht hier. Ich grab gerade den Tunnel, um dir da dein Wireless-Ding hinzustellen. Und ich muss vor allem trotzdem das so oder so graben. Du könntest eigentlich mal die Lichter da hinten am LG-TV verkabeln, damit man das zum Leuchten bringen kann. Warte, ich komme mal irgendwo hoch und zeig dir, wie es geht. Hier ist ein Loch, wunderbar. Dann komme ich gleich mal hoch. Wo bist du? Beim LG-TV. Auf dem T. Komm mal mit. Bist du? Ich stehe unten am Feld. Ach du meine Fresse. Das ich bin oben beim Tee oder so. Ja, komm mal runter jetzt da. Warum denn? Ja, komm noch mal her, du brauchst... Ja, okay. Dann nehme ich das Zeug hier und sammle das halt ein und bringst dir hoch. Das brauchst du, das brauchst du. Das war's. Wo bist du? Da. Rot. Dann geh. Yeah. Langsamer. Ja, 100 Tropfen oder so. Ne, ich bleib einfach hier stehen. Ne, das ist mir auch zu doof. Du kriegst das da, das da und das da. Die roten sind Redstone-Kabel, die musst du hinten auf die Lampen draufsetzen. Und diese Dinger da müssen auf jedem Buchstaben einer irgendwo an der Wolle platziert werden, der mit den Lampen dann verbunden ist mit dem Kabel, okay? Du setzt halt einen so einen Empfänger dahin, wo ich dir gegeben habe. Wohin? Ja, setz ihn einfach mal hier hin, dann kann ich es dir erklären. Wie rum? Einfach hier, Fänger hinklatschen, einfach. Genau. Und hier kannst du jetzt ein Kabel dran setzen, auf dem Feld hier. Von dem, wo ich dir gegeben habe. Genau, und die würde dann, wenn wir irgendwo unten einen Hebel umgehen, dann sagt der, okay, Signal an, dann kommt hier Redstone-Signal raus und die Lampen gehen an. Das heißt, das hier muss auf die Lampen gelegt werden, das grüne hier, das Kabel hier. Und das Ding hier muss auf die Wolle gestellt werden. Ja, genau. Und der Empfänger muss einmal pro Buchstabe irgendwo auf der Wolle mit dem Kabel verbunden sein. Okay. Ich hätte eine Zeitschaltuhr so. Ja, so. Nee, der wäre jetzt nicht verbunden. Achso. Du kannst den Empfänger aber auch... drei... an die Wand klatschen quasi. Du musst halt andersrum hinbauen. Also nur da, wo das Kabel ist, kommt auch das Signal raus. Das heißt, richtig wäre es jetzt drei... Nein, so wäre es auch nicht richtig. Boah, scheiß Ding. Okay, ich flieg wieder hoch hier. So. Dann halt... Wie ist es jetzt? Ich muss es von oben platzieren. Geht nicht, weil da jetzt dein Kabel ist. Oh. Oh, ist kacke. Alles sieht auch kacke aus. So. Siehst du? Ja. Pro Buchstabe ein Empfänger und die Lampen alle mit Redstone. Wenn du das gemacht hast, sagst du mir Bescheid. Ich leg da dein Kabel da unten weiter. Aber ich brauch das eh für die Fahrt. Oh Mann, jetzt ist hier wieder ein Kiesweg. Doch scheiße. Nee. Doch ist es. Die Kieswege fucken mich schon so ein bisschen ab. Weil der Kies halt immer troppen muss. Ich muss immer einen auf Drop Zone machen. Ja, wird schon was lassen. Ich
Und was ist das hier? Was ist das? Auf einmal ein Loch. Ich gut, hat mir das geklappt. Warum ich jetzt hier einfach unterirdisch? Wir müssen hier immer eh Terraforming betreiben irgendwie. Jetzt super, wir fliegen runter. Ich hab bald keine Energie mehr. Und der Jetpack ist glaube ich offen. Sorry Futter, aber ich habe jetzt mit deinem Fluss da kurz unterbrochen, das hat mir nicht mehr gefallen. Da muss mal irgendjemand sich damit beschäftigen, hier mal ein bisschen Terraforming zu betreiben. Futter ist dafür zuständig. Naja, das mache ich mit diesem V da. Muss ich dann die Redstone auch ins Grüne rein oder einfach ins Rote? Das ist ja einfach eins da liegen, oder was? Nee. Mach einfach das Redstone noch übers Grüne drüber. Nur die Lampen müssen halt alle miteinander verbunden sein. Der Rest ist eigentlich wurscht. So gut, ich bin jetzt mit dem Kabel mal unterm Haus. Hier kommt jetzt mein Kabel raus. Das ist vielleicht uncool, wenn ich das im Gehege rauskommen lasse. Ich werde schon. Ja, ging mir da hinten auch schon so. Ich bin noch kein einziges Mal gestorben, wo ich das Ding gebaut habe. Ey, du hattest ja auch kein leeres Jetpack plötzlich. Ja, guck ich doch. Sven, was hast du gemacht? Was habe ich wie gemacht? Warum hast du meinen Fluss unterbrochen? Weil dein Loch war? Ja eben, das gehört da dahin. Ja, extra so gemacht. Ja, aber dein Loch geht genau in die Kabeldinger. Dann leg das Kabel irgendwo anders dahin. Vor allem leuchtet den Scheiß hier unten aus. Weißt du, wie viele Creeper wir da unten noch haben? Ja, du sollst hier nicht rein. Das weißt doch warum. Für mich ist es hier nicht dunkel. Und die Creeper, die kann ich one-hitten. Und ich bin immer kampfbereit, wenn ich hier unten reingehe, weil ich damit rechne, dass hier was ist. Nur du springst rein und wirst von dem Skelett erstmal verprügelt. Und vom Zombie. Ach, ein Zombie war auch noch da und hat auf ihn geprügelt. Ja. Nee, er war der Zombie, Markus, glaube ich. Nein, da war noch ein Zombie-Skelett. Ein Zombie-Skelett. Zurücklatschen. Das hat ganz normal was. So, ich hüpfe hier schon wieder ganz wild rum. Mann. Ich hüpfe auch hier drum. Wireless. Oh, Internet. Noch in Lunch. Enderperle, Quarzfieber und Eisen. Zum Glück haben wir noch eine, sonst hätte ich die wieder craften müssen. Quarzfiber, da haben wir zum Glück noch zwei. Und Iron haben wir auch noch genug. Dann haben wir das und dann brauche ich Glas, Eisen und ein ME-Kabel. Du kannst dann einen Rift auch machen und zum Ding. Yo, überfordere mich, fand ich. Glas. Nee, ich wollte es nur sagen. Wireless. Jetzt können wir. Jawohl, Mann, wie das geil. Jetzt nach. Ja, jetzt darfst du das Licht anmachen, Futur hat er gesagt. Ja. Ich hab schon. Ja, gar nicht in der Nähe. In der Nähe bin. Oh, sonst meckert er. Jetzt muss ich nachts laufen. Nee, Moment, das wird mal aufhören zu laggen. Man macht das selber nicht. Echt so.
Leben. Du bist echt scheiße, Futur, ganz ehrlich, scheiße. Scheiße mit dir. Ja, ist mir egal. Es ist ihm egal. Das ist schon gewöhnt. Ist mir egal. Wo kommt dieses scheiß Kabel an? Kommt das jetzt hier an? Fertig, fertig. Du bist immer fertig. Wo ist das scheiß Kabel? Ich will den Kabelschacht nicht mehr. Ich muss mir doch einen Wegpunkt platzieren, wo der Kabelschacht endet. Oh, ich habe ein Schweinchen in einem Loch versenkt. Egal. Das stirbt einfach. Mann, so ist es Leben. Das muss das Schweinchen halt noch lernen. Ich bin fertig, Sven. Jo. Dann darfst du jetzt auf allen Empfängern mal eine Nummer einstellen. Eine gleiche. Am besten nicht irgendwie so eine Standardnummer, sondern irgendwas komisches. 2344. Ja, das ist komisch. 2344. Aber auf rechts kriegen, oder? Ja. Wie stelle ich das an? Ja, mit Plus halt und so. Das wäre ja. Ja, gibt's mir. Ja, also plus 1000 plus 1000. Es gibt ja dann, minus 100 dann, minus 10. Ja, mach doch, rechne doch einfach 0 plus 1000 ist. So, okay, ich hab verstanden. Okay, gut. Was habe ich da 2300? Keine Ahnung, du hattest irgendwie schon zu 3 gesagt. Mach einfach. 344. Aber 44 gibt gar nicht. So, jetzt hast du hier hinten bei dir auch empfangen auf der Farm schon mal. Und jetzt, was soll ich jetzt als nächstes machen? Weiß nicht, mal gucken, wie lange die Aufnahme noch geht. Die Aufnahme geht, genau zu sein, nicht mehr. Aber das weiß ich schon. Und dann? Aber ich wollte nur noch wissen, was ich nächste Folge machen muss. Damit die Leute wissen, was jetzt nächste verpassen. Folge ist Markus dran mit aufnehmen. Ja, und ich muss trotzdem irgendwas machen. Das können wir dann klären, wenn die Aufnahme fertig aufnehmen. Ist. Nein. Ich möchte, dass meine Zuschauer wissen, was ich tue. Egal. Deine Zuschauer. Ich glaube, nächste Folge kümmere ich mich mal um Markus Kirsching. Oder Markus? Ja. Hört sich doch gut an. Ich würde sagen, das war's dann auch mit der heutigen Folge. Wir sehen uns das nächste Mal bei einer weiteren Folge Minecraft Tag and Light. Und bis dahin, servus und ciao. Ciao.